Willkommen zurück zu Super Mario 64. Wir machen weiter mit Wurms Wuchtwall der zweiten Welt. 7 Powersteine im ersten Part. Das geht klar, das ist in Ordnung. Und jetzt weiter mit Flieg ins Blaue. Das ist so eine typische Videobeschreibung oder Missionsbeschreibung, wie man will, wo ich mir erstmal denke, was tun? Aber ich weiß es zum Glück. Gefragt sind die rosa Bob-Oms mit ihren Kanonen. Alles im ersten Part schon gesehen. Also gut, Buddy. Hallo, ich mache die Kanone zum Abschluss bereit. Ja, und die braucht ihr eigentlich so ziemlich in jedem Level. 15 Hauptwelten gibt es. Bist du bereit? Dann rein mit dir in die Kanone. Dann fliegen wir mal ins Blaue. Nee, lieber nicht. Denn das wäre ein Lebensverlust. Deswegen die Missionsbeschreibung eher nicht so der Burner. Wir sollen nämlich hier hin. Das ist gemeint. Ihr könnt auch von oben runterspringen, wenn ihr es ein bisschen könnt. Aber es war so gedacht, dass man sich hier dagegen fallen lässt und erotisch runterfallen lässt. Das wird belohnt mit Stern Nummer 8 und ich glaube, damit können wir schon zu Bowser theoretisch. Wollen wir aber nicht. Wir wollen die 100% und jeden Stern. Flieg ins Blaue. Trotzdem gibt es jetzt gleich noch eine Meldung. Du hast 8 Sterne gesammelt. Jetzt kannst du die Tür mit dem großen Stern öffnen. Die Prinzessin hält sich dahinter auf. Ach, wer es glaubt, wird selig. Wer's glaubt? Spiel vorbei, oder was? Nicht ganz. So, okay. Wie in Welt 1 schon mal gesagt, die Mission, finde die 8 roten Münzen, die es wirklich in jeder der 15 Welten gibt, sollte man am ehesten kombinieren mit der Aufgabe, die 100 gelben Münzen zu ergattern. Dafür gibt es zur Belohnung auch einen Stern. Das ist wie gesagt immer die schwerste Aufgabe einer Welt. Oder meistens. Naja, in Welt 1, ich hab's euch gesagt, da ist es ein bisschen schwierig, da brauchen wir noch das Flugcappy. Spoiler. Empfiehlt sich. Aber hier in Welt 2 geht es angenehm. Hier ist auch relativ problemlos, 100 Münzen zu bekommen. Trotzdem eher anspruchsvoll. Und man muss sich beweisen. Die Welt kennenlernen. Aber kein Problem. Die roten Münzen geben 2 Münzen oder gelbe Münzen, wie man möchte. Und die blauen Münzen, die man zum Beispiel bekommt durch das Besiegen von starken Gegnern, wie Piranha-Pflanzen oder Buhus, die blauen Münzen geben dann gleich 5. Also die hier soll man wachboxen, man kann sich da anschleichen und die dann sehr unsanft wecken, aber ich mach das ganz zicke-zacke, heu, heu, heu. Gib den so auf die Ömme. Da unten müsste auch noch eine rote Münze sein, aber ich will erstmal die ergattern. Diesmal braucht man ein bisschen Geduld. Komm mal ran hier. Ta-ta-ta-ta. Und ein Run-Up, aber wer braucht das schon? So, die habe ich jetzt leider verpasst. Aber nichts geht über den Dreiersprung. So, kann ich mich auch so wieder hochboxieren mit der Kanone? Gewusst wie? Denn darüber ist ja so ein... so eine Stange. Und wenn ich nicht ganz dope bin, dann treffe ich die auch. Bei mir persönlich, das wäre ein bisschen zu risky. Nicht irgendwo hochkatapultieren und dann festhalten? Kannst nicht machen. So, da unten habt ihr... Hätte eigentlich zählen müssen, weil es so knapp war, aber egal. Da unten in dem Kreis, wo wir den letzten Stern ergattert haben, gab es auch ein paar Münzen, aber... Ihr könnt natürlich auch immer den Weltrekord aufstellen. Oder euren eigenen Rekord. Vielleicht könnte ich mir das zur Aufgabe machen in diesem Let's Play. Nicht nur mit Ach und Krach 100 Münzen, sondern so viele wie möglich. Wäre das was? Hättet ihr Bock da drauf? Wenn ich schon so ankomme und frage, ne? Naja, dann gehe ich mal so hin. Ich kann euch noch eine Option zeigen, wie man da hinkommt. Sei denn, ich versau es. Passt schon. Gut, dann nehmen wir das als neue Challenge. Nicht nur 100 Münzen, sondern so viele, wie es geht. Und vorher nicht den Stern der 8 roten Münzen einsammeln. Ich glaube, das wird noch dramatische Szenen geben, weil in manchen Leveln bin ich einfach nur heilfroh, wenn wir es geschafft haben. Aber egal, wer die Klappe groß aufreißt, der muss auch mal was zeigen. So, 25 sind noch übrig, aber die roten Münzen. Die
Brotmünzen, da sind noch ein paar übrig. Zum Glück bekommt man auch mehrere auf einen Schlag. Ich zähle nie mit, ne? So, Kamera, machst du dich mal kurz? Ja. Es schwankt! Baum fällt! Ja, besser gesagt, die Planke. Okay, Nummer 7. Und hier die Nummer 8. Bin ich jetzt total... Ach, ich weiß, was noch fehlt. Ist ja Logo. Da, wo man am meisten Münzen bekommt hier in dem Laden. Ja, wie komme ich da am besten hin? Nicht zu weit! Sonst falle ich da runter. Das hätte noch eklig enden können. Ente? Ente, Ente. Jabauna! Das war jetzt nicht die große Erlösung. Aber schaut mal hier. Die Schalter der blauen Münzen. 118. War irgendwo noch etwas? Möglicherweise. Möglicherweise. Na gut, mit der Lupe will ich auch nicht suchen. Aber schnell mit, was geht. Ach, guck mal, die ganz billigen, ne? Die ganz billigen liegen da noch rum. 131. Also ich hoffe, dass es mehr sind als in den anderen beiden Let's Plays von 2010 und 2011. Herrlich, damit schon mal ein Brocken dieses Levels absolviert. Gibt auch One-Ups satt. Bei 150 wieder. Bei 200 auch wieder. Nur ob man irgendwo ganz legal 200 Münzen bekommt, bin ich mir gar nicht sicher. So, weg die Eule. Auch wieder so eine Mission. Wo ist die Eule? Ihr könnt euch schwarz suchen, aber sie ist hier direkt im ersten Baum. Das kleine Bautz. Wer ist da? Wer hat mich geweckt? Eigentlich sollte ich um diese Tageszeit schlafen. Aber da du mich schon geweckt hast, wie wäre es dann mit dem kleinen Rundflug um die Burg? Befinde ich mich direkt über dir, springe und halte den Sprungknopf gedrückt. Lass ihn los, um wieder frei zu sein. Ich transportiere dich, solange es meine Kraft zulässt. Beobachte meinen Schatten, um mich zu orientieren. Ach, ist das freundlich. Ich muss mich eigentlich entschuldigen. Also ich bin relativ pissed, wenn mich einer aus meinem wohlverdienten Schlaf stört. Und ich würde mich hüten, irgendwie, keine Ahnung, die Person noch rumzuschauffieren. In der Tat schon eine etwas anspruchsvollere Mission. Die Eule singt und singt und singt. Du kannst ja bei DSDS auftreten, du hast. Witz gemacht, selbst gelacht. Und das war eigentlich eine gute Sache. Jo, wir sind drin, nicht direkt auf den Stern gefallen. Hauptsache nicht verfehlt. Mann, war ich bei meinem ersten Let's Play noch nervös, ne? Da bin ich glaube Part 3 war das, war ja noch 10 Minuten Limit, bin ich immer dagegen gefallen. Das hing ein Stück weit auch mit meiner Nervosität im ersten Let's Play zusammen. Naja, habe ich auch nie so laut geredet, weil im Nebenzimmer noch welche waren. Ist jetzt auch so. Aber Let's Plays sind inzwischen mein Beruf, mein Schicksal und meine Bestimmung. Genau. Habt ihr die Mission gelesen? Zerstöre die Felswand. Das war übrigens der letzte Stern, den ich bei meinem ersten 100%-Spiel, wohlgemerkt, eingesammelt habe. Mein 120. Stern. Ich habe das einfach nicht gecheckt, was zu tun ist. Hier sieht man es relativ gut, aber damals nicht. Ja, worauf? Wie soll man darauf kommen? Irgendwo ein Tipp? Steht irgendwo ein Schild? Und zwar, bams, die Ecke kann man abbrechen. Die andere links auch. Die bringt nur nichts. Rechten Ecke, da befindet sich ein Stern. Ich musste damals bei der Nintendo Hotline anrufen. Gab's ja immer in jeder Videospielbeschreibung. In der Anleitung. Die Hotline, und da konnte man fragen, so, ja, Mario 64, wie ist das? Der Stern, so und so. Und dann haben sie quasi, ich glaube schon auf ihren Computern, aber den Inhalt der Komplettlösung haben sie nachgeschlagen und mir so gesagt, wie man da drankommt. Dass es das nicht mehr gibt, ist ja wohl klar wie Kloßbrühe. So, ach, wir haben hier schon alles. Ach, Freunde, ich habe mich vertan im letzten Part. Ich habe erklärt, es gibt 7 Sterne pro Level und einen 8. Stern für 100 Münzen. Es gibt 6 Sterne pro Level und einen 7. für 100 Münzen. So, das hier. Man schaut in den Lichtkegel und es heißt, herzlich willkommen. In diesem Kurs kannst du den roten Schalter entdecken. Löst du ihn aus, kannst du in allen roten Blöcken Federkappen finden, mit
denen du fliegen kannst. Nutze den Dreisprung, um den Flug zu starten. Die Kontrolle funktioniert genau wie an einem Flugzeug. Bewege den Analogstick nach vorne, um zu sinken, und nach hinten, um zu steigen. Ja, dafür muss man auch erstmal studiert haben. Aber auch hier gibt es 8 rote Komm, ich... Das akzeptiere ich nicht. Stampfattacke ins Verderben. Okay. Reset. Gerade nochmal. Nee, hier in diesen Schalterpalästen gibt es auch jeweils einen Stern. Das ist hier jetzt einer der geheimen Sterne des Schlosses. Und zwar wird das so gemacht. 8 rote Münzen. Und jetzt einfach den Münzen folgen. Das sollte relativ bequem zu erreichen sein. Ja, das ist Fliegen hier. Das ist eine Wissenschaft für sich. Dass das noch keine Neuauflage bekommen hat. Irgendein Mario-Titel mal wieder. Klar, man kann immer fliegen. Tanuki oder Feder mit dem Umhang oder ein grüner Yoshi. All das gibt es. So, warte, wie war denn das? Ich glaube, erst den Schalter. Du hast den roten Schalter aktiviert. Ab jetzt kannst du die Federkappe einsetzen und durch die Lüfte fliegen. Jeder rote Block beinhaltet eine dieser Mützen. Dann speichern wir mal den Spielstand. Abschließend belohnen wir uns mit Nummer 13. Diese Sterne sind doch alle miteinander verwandt. Die sehen sich so ähnlich. Wunderbar. Damit können wir auch in der ersten Welt komplett aufräumen. Also es geht streng genommen auch so, aber man sollte es so nicht tun. Denn die Aufgabe, die hier folgt in Bob-Oms Bombenberg, heißt und nennt sich: Durchfliege alle Münzenringe. Und wenn es heißt Fliege, dann heißt es nicht: Tu dich 800 Mal mit der Kanone abfeuern, bis du alles getroffen hast. Nein. Das heißt Fliege. Das hat er wirklich so konzipiert, dass es mit einem Schwung nicht ohne die Federkappe schaffst. Also das ist schon so gedacht. Finde ich ein bisschen blöd. Ich gehe am liebsten in eine Welt rein und löse die komplett. Kann's absinken. Ich löse die am liebsten komplett so direkt, aber naja. Ist ja jetzt nicht oft der Fall im Mario 64. Nur dieses eine Mal. Ich bin gerade nicht im Plan. Ich wüsste nicht, wann sonst. So, Sturzflug! Die schwebende Insel, da waren wir schon mal. Auch hier gibt es eine Kanone. Neues Cappy. Und die Münzringe, von denen die Rede ist, hätten wir hier direkt auf 12 Uhr. Okay, Baby. Okay, Baby, ich bin bereit. Eigentlich geht es problemlos. Aber irgendwie hatte ich zu viel Schwung drauf. Kein Plan, Freunde. Man muss, ich sag mal, grob gesagt, die Münze in der Mitte ergattern. Das stimmt aber nicht ganz. Da, wo die Münze in der Mitte eines Kreises ist, da befindet sich halt ein Punkt, den man einfach berühren muss, damit es zählt. Sowas wird es des Öfteren in diesem Spiel geben. Schade. Ich habe schon oft den Sturzflug hier perfekt auf den Stern hinbekommen. Und das ist ein kleines Kunststück. Naja, wer Bock hat, guckt sich gerne die alten Let's Plays an. Ich finde, die sind auch... Also ich bin froh, dass ich mein erstes Let's Play Mario 64 auserkoren habe. Weil es war wirklich ein schönes Let's Play zum Start. Im Ernst, es war lustig, unterhaltsam, hat Spaß gemacht und... Ja... Dann fehlen jetzt hier nur noch die 8 roten Münzen nicht, sondern die 100 Münzen. Ja. Wie gesagt, ihr könnt auch 100 Münzen so ergattern, ohne das Flugcappy. Aber wie gesagt, ihr bekommt die halt ziemlich leicht, wenn ihr da diese Münzringe da miteinander verbindet. Weil hier sind es nicht so viele Münzen in der Welt, wie zum Beispiel eben noch bei Wurms Wuchtwall. Es sind einfach weniger da. Und wie schwer es in einer Welt ist, die 100 Münzen zu bekommen, das liegt einfach an der Welt, wie viele drin sind. Die 5. Welt zum Beispiel ist auch wieder sehr einfach, finde ich, weil man sehr viele blaue Münzen bekommt. Und hier kann man sich rumschlagen mit den einzelnen kleinen Bomben. Tschüss, Mann! Nicht die andere getroffen. Tja, Kleinvieh macht auch Mist. Komm mal mit, mein Freund. Und es macht Boom. Und
Es gibt etwas, was ich wirklich lange Zeit nicht wusste, und zwar diese Münzen um die Pfähle herum. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. So, das hatte ich. Und für die zwei Leute, die das Spiel wirklich noch nie gespielt haben, schämt euch, ehrlich, schämt euch. Für die habt ihr jetzt gesehen, wo diese Abkürzung hingeführt hat, die ich dem letzten erschaffen hatte. Sprich, ich habe ja erwähnt, wenn man die 100 Münzen sammelt, lernt man die Welten besser kennen. Und so ist es natürlich auch hier. Jede Ecke wird mehr erkundet. So, jeder Gumma, aber ich glaube, ich verbinde es mit dem Cooper-Panzer. Ja, der schnelle Cooper, der ist geschrumpft und steht jetzt hier rum. Der steht hier wirklich auch erst rum, wenn ihr den besiegt habt. Also das soll er schon darstellen. Bams, bams, bams. Goomba-Surfing. Goomba. Nochmal, komm schon. 1, 2, 3. Tut mir leid, kleine Schadenfreude. Wie viele Leute sind in Mario-Spielen schon an dem ersten Goomba gescheitert? So, das war jetzt nicht im Sinne, aber viel länger hätten wir auch nicht was von dem Cooper-Panzer gehabt. Ja, weiß nicht, wollen wir erstmal dahin? Okay, gehen wir erstmal dahin. Wasserbombe besiegt explosive Bombe. So, diese Pfähle werden bewacht von diesen Lappen. Waschlappen, Spüllappen, ausgefrorene Waschlappen. Frisch gewaschene Spüllappen. Oh yeah! Das wusste ich echt lange Zeit einfach nicht. Ich hatte einfach keine Peilung davon. Dabei passiert das öfter in dem Spiel. Steht vielleicht sogar auf dem Schild drauf. Warte, ich lese es mal. Steht da garantiert drauf. Ich war nur so ein typischer niemals das Schildleser. Die Kameraperspektive war jetzt gerade ein bisschen ungünstig. Hallo! Der Schattenstern vor dir wird real, wenn du die 8 roten Münzen dieser Welt findest. Ah, seht ihr, man bekommt gar nicht den heißen Tipp. Wir rennen mal um die Blöcke rum. Steht aber woanders, überall im Spiel. Habe ich hier schon abgesahnt? Mach mich gerade zum Affen, was? Warum seid ihr wieder da? Habe ich euch nicht schon gekillt? Kann sein, dass ihr leicht und dezent auf den Keks geht. So, die Hälfte hatten wir schon mal. 52. Aha. Aber ich bin... War hier... Ich habe doch hier noch keinen bekommen oder bin total retarded. Ich glaube, mein Schwein furzt La Paloma. Na, siehst du. Ich wäre doch gedacht. Aber habe ich immer ohne diese Münzen gemacht. Dabei sind es echt viele. 20 oder so, ne? Wenn bei jedem Fall 5 sind. Muss man erstmal wissen. Muss man erstmal wissen. Da, 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 da. Und BAMS! Auch das will immer geschickt geworfen sein, wenn ihr es einfach hier in die Prärie schmeißt. Habt ihr in der Regel nichts davon. Und auch wenn ihr Männer seid und eure Tage nicht bekommt. Oh Mann, meine Witze. Mit der gewohnten Qualität. Immerhin ist die Videoqualität gut. So, BAMS! Bomben! Wenn ihr sie ein zweites Mal schmeißt, dann geben sie natürlich keine Münze mehr. Auf das Wort Münze heute schon gesagt. Dann sagen wir ab jetzt Coins. Okay, Coins! Es fehlen noch 23 Coins. An die kommt ihr übrigens auch ran. Relativ problemlos. Ihr könnt rennen. Ihr könnt sogar, wenn ihr einfach nur so drückt, könnt ihr ganz nach oben laufen. Aber wer will das schon? Njo. Wer will das schon? Übrigens, jetzt sind es 3 Kugeln da in dieser Nische. Bei der allerersten Mission besiege König Bob Omb waren da nur 2 drin. Auffällig. Destroy it! Ich weiß, es geht nicht kaputt, aber von der Logik her wäre schon geil gewesen, wenn der hier auch kaputt geht. Ist ja auch nichts drin. Jetzt muss ich schon mal ein paar Schilder lesen, da bin ich auch gespannt. Siehst du den Block nebenan? Manchmal kannst du im Innern dieser Quader interessante Entdeckungen machen. Zerstöre sie mit einem gezielten Schlag oder einer Stampfattacke, damit sie ihr Geheimnis preisgeben. Oh yeah. Sag mal, habe ich die ganz am Anfang überhaupt? Ich habe die gar nicht kaputt gemacht ganz am Anfang. Wie fail ist das denn? Sollten wir uns gleich mal angucken. So, du hörst mal auf, hier die Kanone zu betätigen. Such deinen anderen 400-Euro-Job. Bams. Ah!
Ich dachte, ich falle jetzt direkt mit dem Hechtsprung da rein. Weiter oben ist nichts. Weiter oben am Berg. Das ist nur so ein Herz. Also es gibt diese Herzen, da kann man seine Energie wieder auffüllen. Ja, auch das Energiesystem wurde ja komplett überarbeitet mit diesem... Ja, da gibt es auch diese Beta-Sachen, da kann man sehen, wie das zuerst geplant war, haben sich ja immer weiter umentschieden. Sowieso war die Entwicklung von Mario 64 sehr interessant. Aber Miyamoto meinte, Mario 64 ist das einzige Mario-Spiel, in dem er wirklich all seine Vorstellungen und was er sich vorgestellt hat, ich glaube, das einzige Spiel überhaupt, ja, das einzige, wo er alles, was er sich vorgestellt hat, wahr machen konnte und umsetzen konnte. So, da habe ich auch schon den Stern, das ist natürlich das, was ich am liebsten überhaupt nicht mag. Ja. Und zwar ganz oben. Ich will den jetzt aber noch nicht einsammeln, sondern noch ein paar Münzen wegen dem Möchtegern-Rekord, ne? Aufgefüllt. Ja, wie gesagt, ich habe hier immer nur knapp an der 100 gekratzt. Wenn ich jetzt hier noch ein bisschen absahne, dann wäre das ganz cool. Aber ich würde gerne nochmal ganz am Anfang gucken. Der spawnt. Ah, siehst du, ich habe noch nicht mal den Stern der 100, der 8 roten Münzen. Guck ich mir mal direkt an. Ganz genau. Da war doch was. In der Eile vergesse ich wirklich das eine oder andere. Wie gesagt, da machen wir es uns zur Aufgabe, möglichst alle Münzen zu finden. Ich glaube, es gibt wirklich viele, wo es nur ganz knapp ist. Ja doch, die habe ich zerstört. Dann mit dem Wandsprung wieder. Hier hoch. Gibt es jetzt 2 Sterne, aber die habe ich beide schon. Muss ich schnell wieder auf die fliegende Insel. Komme ich da so ohne weiteres hin? Eigentlich nicht. Ich brauche die Kanone da. Eigentlich nicht. Schade, Marmelade. Na gut, bevor es zu boring wird, würde ich dann doch sagen, ich sammle den Stern ein. Ich finde, das sollte man so eine kleine Differenz finden. Also klar, es gibt eine vorgeschriebene Anzahl, wie viele Münzen es gibt pro Welt. Also da kann keiner neue ultimative Rekorde aufstellen. Kriegen wir das hin oder verlässt uns die... Sie verlässt uns. Die Flugkappe hat mich im Stich gelassen. Aber ich werde ihr verzeihen, weil ich brauche sie noch ein paar Mal in diesem Let's Play. Parma, Schinken. Nom nom nom. Immer diese Assoziationen. Ich muss mir hier aber die Kappe durchaus mitnehmen. Weil ohne Kappe das direkt zu treffen könnte schwierig werden. Aber mit geht's klar. Soll ich sehen? Ah, ist ja nicht einfach zu treffen. Wir sind weit genug oben. Dreh dich. Ah, da ist er. So ein Ärgernis. Nee, nee. Eigentlich hätte ich das voll vermeiden können. Immer noch ein paar Coins. Also ich tue nur so. In Wirklichkeit will ich noch ein paar Münzen einsacken. Gut, dieser Part ist lang genug. Komm, sammel ein. Nein, heute nicht. Wird eine lange Nacht, Freunde. Wird eine lange Nacht. Ja, jetzt habe ich ihn. Ja, jetzt habe ich ihn. Nicht zum Nachahmen empfohlen. Alles klar, das war's für heute. Machen wir es kurz. Daumen hoch oder Daumen runter. Mario 64 wird immer runter. Und bis zum nächsten Mal mit einer neuen Welt. Neues Gut. Also Freunde, bis dann und ciao.